Seit Menschengedenken versuchen wir, unsere Welt zu verstehen und ihre Zukunft vorherzusehen. Doch das Leben scheint komplizierter und unberechenbarer als je zuvor. Jeder zweite Weltbürger lebt mittlerweile in betriebsamen, ständig wachsenden Städten. Jeder Tag bringt tausende verschiedene Begegnungen, nicht kalkulierbare Interaktionen und Entscheidungen. Es scheint kaum vorstellbar, dass davon irgendetwas miteinander verknüpft sein soll. Doch wenn wir diese Komplexität genauer untersuchen, werden überraschende Muster erkennbar. Es sind Muster, die auf einen Code verweisen, der allem zugrunde liegt. Ein Code, der die gesamte Welt kontrolliert, inklusive ihrer Bewohner. Als Mathematiker bin ich fasziniert von Strukturen, die uns umgeben. Strukturen, die verborgene Verbindungen zwischen den einzelnen Phänomenen aufzeigen. Zwischen dem Menschengewimmel im Berufsverkehr und der komplexen Formation eines Vogelschwarms. Der Hektik von Milliarden von Internetsuchaktionen. Und den Launen des Wetters. Zusammen ergeben diese Muster und Verbindungen den Code. Es entsteht ein Modell unserer Welt, das nicht nur beschreibt, wie sie funktioniert, sondern auch vorhersagen kann, was die Zukunft bringt. Vor 500 Jahren geriet ein Schiff in einen fürchterlichen Sturm. Als das Deck überspült war und Sturmböen durch die Takelage tobten, schlug das Schiff Leck. Dem Kapitän blieb nichts anderes übrig, als das Schiff auf Grund laufen zu lassen und auf Hilfe zu hoffen. Aber es kam keine Hilfe. Im Gegenteil, die Eingeborenen zeigten sich feindselig. Als die Crew nach 8 langen Monaten kurz vor dem Hungertod stand, hatte der Kapitän eine geniale Idee. Er ließ den Häuptling der Eingeborenen kommen und sagte ihm, sein Gott sei wütend, so wütend, dass er den Mond verschlingen würde, sollten sie nicht innerhalb von 3 Tagen etwas zu essen bekommen. Und tatsächlich, kurz nachdem der Mond in der 3. Nacht aufging, begann er zu schwinden. Voller Panik stürzten die Eingeborenen mit Proviant zum Schiff. Das Ganze ereignete sich im Jahr 1504 und der Kapitän hieß Christoph Kolumbus. Dass er offenbar in der Lage war, den Himmel zu beherrschen, lag an etwas ganz Bestimmtem. Das ist ein Satz Mondtafeln. Und jede dieser Zahlen steht für eine Mondfinsternis. Heute haben wir den 15. Juni. Und hier auf Zypern wird in ungefähr 5 Stunden mit dem Mond das Gleiche geschehen. Bei einer Mondfinsternis schiebt sich die Erde zwischen Sonne und Mond und wirft dabei ihren Schatten auf die Mondoberfläche.
Der Mond wird vom Schatten der Erde verdeckt. Erstaunlicherweise ist er nicht vollständig verschwunden. Es ist immer noch ein geisterhafter roter Mond zu sehen. Das liegt daran, dass sich das Licht der Sonne um die Erde herumbricht. Gespenstisch. Ich kann mir vorstellen, wie entsetzt die Inselbewohner waren, als sie das vor 500 Jahren erleben mussten. Ihre einzige Erklärung war, dass die Götter tatsächlich wütend auf sie waren. Wir wissen mittlerweile, dass Planetenbewegungen exakt vorhersagbar sind. Da wir die Gesetzmäßigkeiten der Planeten kennen, können wir ihre Umlaufbahn bis weit zurück in die Vergangenheit berechnen und tausende Jahre in die Zukunft blicken. Durch den Code haben wir keine Angst mehr vor einer Sonnenfinsternis. Der Code ist so mächtig, dass ich ihm sogar mein Leben anvertraue. Diese seltsame Apparatur ist 5,5 Meter hoch. Von der Schwerkraft angezogen, wird eine 30 Kilo schwere Kugel die Rampe hinunterrasen und über das Ende hinausschießen. Ich werde mich auf ihrer Flugbahn befinden. Sollte ich mich verrechnet haben, bin ich sofort tot. Um zu berechnen, wie weit die Kugel fliegt, benötige ich bestimmte Maße der Rampe. Das kleine H beträgt 0,8 Meter. Der Winkel ist 49,1 Grad. Die Erdanziehungskraft beträgt bekanntermaßen 9,8 Meter pro Sekunde im Quadrat. Ich muss nicht wissen, wie schwer die Kugel ist. Das ist nicht relevant für die Weite des Flugs. Die doppelte Schwerkraft mal die Höhe 5,5 multipliziert mit der Geschwindigkeit geteilt durch 49,5 ergibt eine Entfernung von 9,95 Metern. Aber wir haben noch den Luftwiderstand und die Reibung der Rampe. Wie ist der Wind heute? 9,16. Das ergibt also 5,6 Meter. Hier wird die Kugel aufschlagen. Das heißt, wenn ich meinen Liegestuhl dahin stelle, kann ich alles beobachten und bin außer Gefahr. Lass die Kugel los. Das ist die Macht des Codes. Wir können es wiederholen, so oft wir wollen. Die Zahlen sagen, die Kugel wird jedes Mal an der gleichen Stelle aufschlagen. Wenn sich alles auf der Welt berechnen ließe, könnten wir die Zukunft mit absoluter Sicherheit vorhersagen. Aber leider ist es nicht so einfach. Die Natur ist so komplex, dass es undenkbar scheint, sie mit ein paar Gleichungen zu beschreiben. Auch wenn wir vermeintliche Muster erkennen, sind sie nur schwer zu deuten. Ich möchte in Dänemark einem rätselhaften Phänomen auf die Spur kommen, das Jahr für Jahr mehrere Wochen lang beobachtet wird.
Die ersten sind schon im Anmarsch. Stare auf ihrem alljährlichen Flug zwischen Südeuropa und Skandinavien. Ein einziger Schwarm besteht aus bis zu 1 Million Vögeln. Ihr Tanz verdunkelt den Himmel. Deshalb hat diese Formation einen derart unheimlichen Namen: die schwarze Sonne. Da kommt noch ein riesiger Schwarm. Da fliegen Tausende. Es ist nicht ganz klar, warum sie das tun. Möglicherweise, weil die Masse Schutz bietet. Der Schwarm sieht auch ziemlich bedrohlich aus, wie ein großes schwarzes Tier. Dadurch schreckt er alle Raubvögel ab, die vor Sonnenuntergang noch eine Mahlzeit suchen. Schau dir das an. Es wirkt fast hypnotisierend. Es sind erstaunlich viele. Ein Wunder, dass sie nicht kollidieren und abstürzen. Sie fliegen absolut synchron. Man weiß nie, was sie als nächstes unternehmen. Eine tolle Leistung. Aber wie schafft es ein Vogel, die Bewegungen von tausenden Artgenossen vorherzusehen? Ist das nicht unglaublich? Wenn wir die Stare mit Zahlen ersetzen, können wir das Ganze auf einem Computer simulieren. Wir beginnen mit einem Schwarm virtueller Stare. Alle fliegen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und in verschiedene Richtungen. Dann programmieren wir sie nach bestimmten Faktoren. Erstens, alle Vögel fliegen mit der gleichen Geschwindigkeit. Zweitens, jedes Exemplar hält sich dicht an den Nachbarn. Und drittens, wenn ein Raubvogel auftaucht, macht er sich sofort davon. Drei einfache Faktoren. Mehr ist nicht nötig, um eine Formation entstehen zu lassen, die einem starren Schwarm ähnelt. Oh, here they come. Los geht's. Eine Studie hat gezeigt, dass sich der Star selbst in einem Schwarm von hunderttausenden Artgenossen nur an seinen 7 direkten Nachbarn orientiert. Sind alle weg. Der Himmel ist wieder frei. Wer hätte gedacht, dass etwas derart Komplexes wie ein sich ständig bewegender Schwarm aus Tausenden von Vögeln einem dermaßen einfachen und eleganten Code unterliegt? Undenkbar, dass Menschen sich jemals in ein mathematisches Modell fügen könnten wie Stare, oder? Ian Cousin erforscht das Gruppenverhalten von Tieren. Dabei ist er auf einige überraschende Parallelen zum Menschen gestoßen. Ist diese riesige Menschenmenge berechenbar? Selbst wenn man sie nur ein paar Sekunden beobachtet, merkt man, wie viele komplizierte Faktoren eine Rolle spielen. Ich habe zunächst einfache Organismen studiert, Ameisenstaaten und Fischschwärme. Die Erkenntnisse ließen Rückschlüsse auf Menschenmengen zu.
Aber Menschen sind doch komplizierter als Fische oder Ameisen. Ja, aber das ist das Schöne daran. Wenn wir Menschen durch eine Menschenmenge laufen, denken wir nicht nur daran, wie wir einer Person oder einem Hindernis ausweichen. Wir überlegen auch, was wir kochen wollen oder was unsere Freunde so treiben. Tatsächlich schalten wir irgendwie auf Autopilot und nutzen einfache Regeln der Interaktion, wie ein Fischschwarm oder wimmelnde Ameisen. Können wir von Ameisen lernen? Wir können eine ganze Menge von Ameisen lernen. Ameisen haben keine Probleme mit Staus, weil sie nicht egoistisch sind. Anders als wir. Wir wollen möglichst schnell vorankommen und es ist uns ziemlich egal, ob das auf Kosten anderer geschieht. Von allen Lebewesen, die Ian studierte, sind Menschen am berechenbarsten. In gewisser Weise. Wir laufen in einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 1,3 Metern pro Sekunde und steuern gern direkt auf unser Ziel zu. Es passiert Folgendes. Man läuft wie selbstverständlich hinter jemandem her, der in derselben Richtung unterwegs ist. So entsteht unbewusst eine Bahn, ähnlich wie bei Ameisen. Dieses Verhalten hilft uns, Zusammenstöße zu vermeiden. In großen offenen Räumen wie einem Bahnhof kreuzen sich die Bahnen allerdings zwangsläufig und das kann die Bewegung ins Stocken bringen. Ein Hindernis wie dieser Informationsstand behindert niemanden. Er erzeugt eher einen Kreisverkehr und beschleunigt den Besucherfluss im Bahnhof um immerhin 13%. Diese Regeln bestimmen unser Verhalten und sie können auf alle Menschenmengen angewendet werden. Jede Person, die sich durch ein Umfeld bewegt, kann durch eine Abfolge von Zahlen dargestellt werden. Genau. Wir erfassen das durchschnittliche Verhalten von Fußgängern und sehen, dass auch sie den Regeln der Menge folgen. Daraus können wir Vorhersagen über Menschenmengen in unterschiedlicher Umgebung ableiten. Der Code, nach dem Menschenmengen funktionieren, kann auch hergenommen werden, um Gebäude effizienter und sicherer zu gestalten. Simulationen wie diese zeigen noch vor dem Bau, wie lange eine Evakuierung dauern würde. Als Masse sind Menschen unglaublich berechenbar. Es gibt simple Regeln, die wir befolgen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Allerdings leben wir meist nicht auf Autopilot. Und sobald sich eine Menschenmenge zerstreut, sind auch die Regeln des Gruppenverhaltens nicht mehr gültig. Als Individuen mit eigenem freien Willen sind wir schwerer zu berechnen. Glauben wir zumindest. Bevor wir beginnen, erkläre ich die Regeln. Sie sind sehr einfach. Es gibt nur drei Handzeichen. Wir machen einen Vorlauf. Das heißt 1, 2, 3 und euer Handzeichen kommt bei 4. Das Zeichen für Stein ist eine geschlossene Faust. Ihr könnt es beliebig zeigen, solange es eine Faust ist. Papier ist die waagrechte Hand, Schere die senkrechte. Das Spiel Schere, Stein, Papier kennt man auf der ganzen Welt. Einige nehmen es sehr ernst. Für all die, die es nicht wissen, Papier umwickelt den Stein. Die Schere zerschneidet Papier und der Stein zerbricht die Schere. In Philadelphia tritt die Schere Stein-Papier-Liga 4-mal pro Woche an. Die Spieler kämpfen um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Las Vegas und um $10.000, die der Sieger erhält. Sweetchi liegt in Führung. Stein gegen Schere für Sweetchi. Du stehst kurz vor dem Aus, Jerry Bag. Dritter und letzter Satz, der Sieger beginnt. Stein gegen Schere, was für ein Wettkampf. Damit sind wir bei den letzten vier.
Das Faszinierende an diesem Spiel, man kann unmöglich wissen, was der Gegner als nächstes tut. Stein, Papier und Schere sind ziemlich gleichwertig. Jedes Symbol kann gegen das andere gewinnen oder verlieren. Die Chancen sind gleichmäßig verteilt, wie bei einem Münzwurf. Würde das Spiel ausschließlich auf Zufall beruhen, wären alle Spieler gleich gut. Dennoch gewinnen bestimmte Spieler öfter als andere. Match für Sweetie. Für Feedback gibt's keine Punkte in Runde 2. Er braucht 2 Siege in Folge. Schafft er das noch? Nein, Sweetie. Und nun das letzte Match des Abends. Sweetie gegen Douglas. Je länger wir spielen, desto mehr beeinflusst uns, welche Handzeichen wir bislang gespielt haben. So entstehen Muster, die uns helfen, das Spiel zu gewinnen. Sweetie belegte letztes Jahr Platz 5. Dieses Jahr sieht es noch besser aus. Stein zerbricht Schere. Sweetie ist Philadelphias Champion im Stein-Papier-Schere-Spiel. Sweetie, der Sieger des heutigen Abends. Glückwunsch. Danke. Das waren 5 Siege in Folge. Was war Ihrer Meinung nach der Schlüssel zu Ihrem Erfolg? Ich versuche, Menschen zu lesen. Tatsächlich? Zumindest ihre Gedanken. Sie suchen nach Mustern? Ich beobachte ihre Verhaltensmuster und versuche, darauf zu reagieren. Schere, Stein, Papier. Das Spiel offenbart eine grundlegende Wahrheit der menschlichen Natur. Wir sind dermaßen in Muster verstrickt, dass wir uns bei vielem davon leiten lassen. Die Muster sind der Schlüssel, um zahlreiche Aspekte unseres Verhaltens vorherzusagen, selbst weniger angenehme Seiten. Verstanden. 1,58 Meter groß, braune Augen, braunes Haar. Wenn es in einem kleinen Gebiet so viele Vorfälle in so kurzer Zeit gibt, dann ist das ein Indiz für einen Serientäter. Kim Rossmo besitzt eine 20-jährige Berufserfahrung als Polizist. Sein Spezialgebiet? Serienmörder. Die Leiche des Opfers wurde kurz nach dem Verbrechen in dieser Ecke von einem Polizisten gefunden. Kim Rossmo ist kein gewöhnlicher Polizist. Er hat promoviert und nutzt Mathematik, um die Muster von Kriminellen zu deuten. Es ist eine Logik darin, wie der Täter das Opfer aussucht und wo er das Verbrechen begeht. Wenn wir die Muster erkennen, hilft uns das bei den Ermittlungen. Serienmörder sind deshalb so schwer zu fassen, weil sie oft nicht in Zusammenhang mit ihren Verbrechen gesetzt werden können. Sie töten wahllos Fremde an Orten, zu denen sie keine Verbindung haben. Bei einem Serienmord ist es durchaus üblich, dass man Hunderte, Tausende, sogar Zehntausende Verdächtige hat. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wo fängt man an? Im Londoner East End tötete 1888 der berüchtigte Serienmörder Jack the Ripper 5 Frauen. Seither haben unzählige Menschen versucht, die Identität des Rippers zu enthüllen. Rossmo glaubt, er hätte ihn aufspüren können, selbst ohne ein einziges Beweisstück. Er weiß anhand der Tatorte, wo Jack the Ripper wahrscheinlich gelebt hat. Flower und Dean Street, darauf hätten sie sich konzentrieren sollen. Was er für die lokale Eingrenzung gebraucht hat, ist eine Gleichung. Wir sind von Natur aus faul. Kriminelle bilden da keine Ausnahme. Sie suchen ihre Opfer lieber in ihrer Nähe als zu weit weg. Das bedeutet viel Mühe, zu viel Zeit, zu viel Aufwand. Die erste Hälfte von Rossmos Gleichung ist als Prinzip des geringsten Aufwands bekannt. Es bedeutet, dass statistisch gesehen ein Tatort umso wahrscheinlicher wird, je näher er zum Wohnort des Täters liegt.
Wenn Sie die Wahl haben, Ihr Brot nebenan zu kaufen oder in einem Laden 10 Kilometer weiter weg, gehen Sie zum Laden nebenan. Es klingt grausam, einen Serienmörder mit jemandem zu vergleichen, der einkaufen geht. Lassen wir das Schreckliche dieser Verbrechen mal außer Acht. Und dann sehen wir, dass Menschen sich sehr ähnlich verhalten. Wir begreifen Serientäter besser, wenn wir uns selbst kennen. Die zweite Hälfte der Gleichung bezieht sich auf die sogenannte Pufferzone. Kriminelle vermeiden es, Verbrechen zu nahe an ihrem Wohnort zu begehen, aus Angst, Aufmerksamkeit zu erregen. Das Zusammenspiel dieser Verhaltensweisen ermöglicht Rosmo, den wahrscheinlichsten Wohnort des Mörders zu berechnen. Die Täter müssen nicht nur ihr Ziel erreichen oder ein Opfer finden. Sie müssen auch vermeiden, dass die Polizei Verdacht schöpft oder Zeugen sie erkennen. Das geografische Profiling wird von der Polizei in aller Welt eingesetzt. Die Polizei überprüft, ob eine kleine Explosion in der Nähe einer Filiale in West London die Tat eines Erpressers war. Die Polizei vermutet hinter der Forderung einen Erpresser namens Mardi Gras. In den späten 1990er Jahren bat Scotland Yard Kim Rosmo um Hilfe. Man war auf der Suche nach dem berüchtigten Mardi Gras-Bomber, der über 3 Jahre Anschläge gegen Banken und Supermärkte verübte. Ein 17-Jähriger liegt im Krankenhaus, nachdem er bei einer Explosion in Südlondon verletzt wurde. Die Polizei rät der Öffentlichkeit zur Wachsamkeit. Sie kann nur abwarten, was Mardi Gras als nächstes unternimmt. Wie viele Bomben hat er gezündet? Insgesamt waren es 36 Straftaten. Sie reichten von North Cambridge bis zur Straße von Dover. Die meisten davon im Großraum von London. Auf dieser Karte sind alle Orte verzeichnet, an denen es eine Bombenexplosion gab? Ganz genau. Die meisten sind in London, aber sie wirken doch beliebig. Sie setzen nun die Orte in die Gleichung ein? Genau. So erhalten wir das Geoprofil. Es wird uns die wahrscheinlichsten Orte anzeigen, an denen der Täter gelebt hat. Dunkelorange zeigt die höchste Wahrscheinlichkeit. Wir sehen, dass die Gegend um Chiswick am wahrscheinlichsten ist. Wir haben unseren Bericht für Scotland Yard sogar nach Postleitzahlen geordnet. Wie erfolgreich waren Ihre Berechnungen? Ich zeige Ihnen, wo die beiden Brüder lebten, Edgar und Ronald Pierce. In der dunkelorangen Zone, stimmt's? Ja. Edgars Wohnung liegt in einer Gegend, in der nur 0,8% aller Verbrechen im Großraum London stattfanden. Das ist interessant. Edgar Pierce hatte von der Barclays Bank 10.000 Pfund gefordert. Und das pro Tag. Er ging der Polizei in die Falle, als er und sein Bruder in Chiswick Geld von einem Automaten abheben wollten. Zwei Brüder in den 60ern wurden im Zusammenhang mit den sogenannten Mardi Gras-Bombenanschlägen verhaftet. Ronald und Edgar Pierce, beide aus Chiswick in West London, werden wegen 3 Straftaten angeklagt. Anhand der Schauplätze von 36 Bombenexplosionen konnte Rosmo mit Hilfe des geografischen Profils den Wohnort des Mardi Gras-Bombers von fast 800 Quadratkilometern auf einen Postbezirk in Chiswick einengen. Auch wenn sein Bruder Ronald freigesprochen wurde, Edgar Pierce bekannte sich schuldig und wurde zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt. Glauben Sie, dem Bomber war klar, dass er diese Muster hinterließ? Nein, aber Menschen fällt es sehr schwer, sich völlig unauffällig zu verhalten. Kaum jemand ist sich bewusst, dass er einem Verhaltensmuster folgt. Die Art und Weise, wie wir uns in einer Menschenmenge bewegen. Bis zu unserer Entscheidung in einem Spiel. Hier ist das Opfer gefunden worden. Sogar, wie wir einen Mord begehen. In Wahrheit sind diese Kriminalfälle nicht zufällig. Nichts ist zufällig. Alles ist Teil des Codes. Aussagekräftige Muster entstehen von allein.
Wenn wir in der Lage sind, sie zu entschlüsseln, können wir diese Muster nutzen, um daraus Verhaltensmodelle zu erstellen. Mit faszinierenden Möglichkeiten. Könnten wir Menschen als Zahlen darstellen, würde das bedeuten, dass wir auch unsere Zukunft vorhersagen können. Wie die Bewegung der Planeten oder die Flugbahn einer Kugel. Aber unser Leben scheint nie reibungslos zu verlaufen und die Zukunft ist selten so wie geplant. Ich kann eine klare Vorstellung haben, was ich morgen mache oder nächste Woche. Aber wenn aus Wochen Monate werden und aus Monaten Jahre, dann wird unsere Zukunft unklarer. Jede Entscheidung, jede Erfahrung, jeder Mensch, dem wir begegnen, beeinflusst unseren Lebensweg. Die Stöcke treiben weg und man kann unmöglich sagen, wohin. Ich könnte eine Vermutung anstellen, wo der Stock in 2 Minuten ist, aber in 2 Stunden oder 2 Tagen? Mit jedem Jahr wird unsere Zukunft deutlich unklarer. Das Leben erscheint manchmal so unberechenbar, dass wir alles für Zufall halten. Aber das ist es keineswegs. Es ist nur eine Folge von Ursache und Wirkung. Ein dummes Missgeschick. Eine kleine Verspätung, ein verpasster Bus, ein gebrochenes Versprechen. Millionen Faktoren beeinflussen unseren Lebensweg. Die kleinste Veränderung kann der Zukunft eine völlig andere Richtung geben. Der Weiße hat sich verfangen, aber der Rote ist wirklich schnell. Ich finde, das ist eine gute Ziellinie. Hier kommt der Weiße. Er liegt weit vor dem Roten. Weiß hat gewonnen. Neuer Versuch. In Wahrheit wird unser Leben durch den merkwürdigsten Code überhaupt gesteuert, den Chaos-Code. In unserem Leben ist nichts zufällig. Es ist chaotisch, ein wirres Geflecht aus Ursache und Wirkung. Unwichtige Momente entwickeln sich zu entscheidenden, richtungsweisenden Ereignissen. Jede Abweichung, egal wie geringfügig, kann eine große Wirkung ausüben. Das ist eines der bestimmenden Merkmale, das Chaos. Da chaotische Systeme so zufällig wirken, ist es oft schwierig, ein Muster zu erkennen. Deshalb missverstehen wir unsere Welt oft gründlich. Das sind Lemminge. Wir alle wissen, dass sie dumm und waghalsig sind und zum Selbstmord neigen. Genau das symbolisiert ein Lemming. Das Problem ist, es stimmt nicht. Die Legende vom Selbstmordverhalten der Lemminge. Bis vor kurzem war sie die Erklärung dafür, warum die Arktis in einem Jahr von ihnen nur so wimmelt und es im folgenden Jahr überhaupt keine gibt. Man wusste nicht, dass die Fluktuation des Lemmingbestands nichts mit Massenselbstmord zu tun hat. Sie entsteht allein durch Chaos. Eine einfache Gleichung liefert die Erklärung dafür. Wenn ich wissen will, wie viele Lemminge es im kommenden Jahr geben wird, muss ich die diesjährige Population P nehmen und sie mit der Wachstumsrate R multiplizieren. Aber nicht alle Lemminge überleben. Die Gleichung kann mir aber sagen, wie viele Lemminge im Laufe des Jahres sterben werden. Wir schreiben die Gleichung um. Die Wachstumsrate R mal P mal 1 minus P. Die Gleichung gilt nicht nur für Lemminge, sondern für alle Tierpopulationen. Und das interessante Element der Gleichung ist die Zahl R, die Wachstumsrate. Denn bei unterschiedlichen Werten für R erhalten wir unterschiedliche Werte für das Wachstum der Population.
Die Wachstumsrate bestimmt, wie schnell eine Population wächst. Bei den meisten Säugetieren ist sie gewöhnlich kleiner als 2. Bei einer solchen Wachstumsrate prognostiziert die Gleichung, dass die Population stetig wächst, bis sie sich auf einem festen Wert stabilisiert. Aber Lemminge vermehren sich ungewöhnlich schnell. Nehmen wir R gleich 3,1. Dann stabilisieren die Lemminge sich nicht, sondern wechseln zwischen zwei extrem verschiedenen Werten. Der Bestand ist erst hoch, dann niedrig, dann wieder hoch und wieder niedrig. Aber wenn die Wachstumsrate einen Wert über 3,57 erreicht, geschieht etwas Unerwartetes. Statt sich bei einer festen Zahl zu stabilisieren oder zwischen zwei Zahlen zu schwanken, stürzt der Bestand ins Chaos. Einer Plage von biblischem Ausmaß folgt im nächsten Jahr das nahezu völlige Aussterben. Es ist fast unmöglich vorherzusagen, wie viele Lemminge es geben wird. Es scheint dafür kein Muster zu geben. Und das entspricht der Realität. Ein unvorhersehbarer Anstieg und Abfall des Lemmingbestands. Lemminge gehören zu den wenigen Lebewesen auf der Erde, die sich so schnell fortpflanzen, dass ihre Wachstumsrate den kritischen Punkt manchmal überschreitet. Es ist ein dermaßen ungewöhnliches Phänomen, dass Massenselbstmord eine plausible Erklärung scheint. Aber die korrekte Erklärung liefert der Code, genau genommen diese Gleichung. Aber wir wissen nie, wie viele Lemminge genau geboren werden und wie viele sterben. Die kleinste Differenz in der Wachstumsrate R ergibt ein völlig anderes Ergebnis. Das gilt für alle Gleichungen, die Chaos abbilden. Sie können erklären, warum etwas passiert, aber sie sind für Zukunftsprognosen wertlos. Ich kann mit Hilfe einer Gleichung berechnen, wo diese Kugel landet. Selbst wenn eine meiner Messungen geringfügig falsch ist, ergibt das im Ergebnis letztendlich nur eine geringe Abweichung. Würde diese Kugel den Gesetzen des Chaos folgen, könnte der kleinste Wechsel der Position der Kugel oder des Abschusswinkels ihre Flugbahn dramatisch verändern. Ich wüsste dann nicht, ob sie einfach nur von der Rampe fällt oder in den Weltraum fliegt. Und ich wüsste nicht, wohin mit meinem Liegestuhl. Es zeigt sich, dass vieles auf der Welt chaotisch ist und man seine Entwicklung unmöglich vorhersagen kann. Aber das hindert uns nicht daran, eine Erklärung zu versuchen. Die Briten sind besessen davon. Sie möchten wissen, ob der Tag sonnig oder regnerisch wird. Aber der Versuch, das Leben nach den Launen des Wetters zu planen, scheint ziemlich sinnlos. Obwohl wir präzise Gleichungen haben, die beschreiben können, wie aus kollidierenden Luftmassen Wolken, Wind und Regen werden, hilft uns das nur bedingt bei Wettervorhersagen. Und zwar, weil wir weder die Geschwindigkeit der einzelnen Luftpartikel kennen, noch die exakte Temperatur in jedem Punkt im Raum oder den Luftdruck auf dem gesamten Planeten. Und schon eine kleine Veränderung einer dieser Variablen ergibt eine völlig andere Vorhersage. Diese Karte zeigt die aktuelle Wetterlage. Die blauen Linien zeigen Kaltfronten und die roten Linien Warmfronten. Um eine Vorhersage zu machen, nehmen wir die mathematischen Gleichungen für das Wetter und erstellen ein Modell. Da ich die genauen Witterungsbedingungen nicht kenne, brauche ich so viele Daten wie möglich. Dann variiere ich die Daten ein wenig und spiele das Modell immer wieder durch.
Durch diese geringfügigen Variationen erhalte ich verschiedene Vorhersagen. Hier können Sie anhand des morgigen Wetters sehen, dass die Vorhersagen ziemlich ähnlich sind. Wir haben eine Menge blauer Linien, die eine Kaltfront vorhersagen, und viele rote für eine Warmfront. Aber was passiert, wenn ich etwas weiter vorausschaue? Also die nächsten 2 Tage, 3 Tage. Da klaffen die Prognosen auseinander. Man kann immer noch eine Art Muster im Wetter erkennen. Aber wenn wir eine Woche vorausschauen, könnte ich nicht einmal mehr Vermutungen anstellen, wie das Wetter wird. Überall sind rote und blaue Linien. Eine Prognose verspricht Hitze, die andere Kälte. Und wenn ich 10 Tage vorausschaue, sieht das Ganze nur noch aus wie ein Knäuel. Es gibt absolut keine Möglichkeit, eine Vorhersage zu treffen, die so weit vorausreicht. Deshalb können langfristige Wettervorhersagen so komplett daneben liegen. Wenn wir uns klar machen, dass die Atmosphäre chaotisch ist, können wir verstehen, dass die kleinste Veränderung dramatische Auswirkungen haben kann. Die Bewegung eines einzigen Luftmoleküls kann sich im Laufe der Zeit so verstärken, dass sie riesigen Einfluss auf das Wetter hat. Wir bezeichnen dieses Phänomen auch als Schmetterlingseffekt. Damit meint man, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings winzige Veränderungen in der Atmosphäre bewirken kann, die letztlich Auslöser sind für einen Tornado auf der anderen Seite des Globus. In der Masse ist unser Verhalten vorhersehbar. Selbst als Individuen werden unsere Handlungen vom Code gesteuert. Bei chaotischen Systemen wie dem Wetter haben wir hinter der Komplexität Beweise für einen Code gefunden. Wenn wir Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, werden überraschende Muster sichtbar. Muster, die entscheidende Wahrheiten über uns und unsere Zukunft enthüllen. ...1906 ließ eine bedauernswerte Kuh ihr Leben für einen Platz in der Geschichte der Mathematik. 1, 264, 417. Die Kuh stand bei einem Dorffest im Mittelpunkt. Ihr Gewicht sollte geschätzt werden. Dem glücklichen Sieger mit der genauesten Schätzung winkte als Preis das Fleisch des geschlachteten Tieres. 1020, 2137. Erstaunlicherweise riet niemand richtig. 570. Und dennoch hatten alle das richtige Ergebnis. 4510. Ich möchte Ihnen das veranschaulichen, aber nicht mit einer Kuh, sondern mit einem Glas Gummibonbons. Wie viele Bonbons sind in diesem Glas? 50? 80.000? 80.000? Nein, eher 50.000. 50.000? Es ist unglaublich schwer zu erraten, wie viele Bonbons es sind. Ich habe 160 Leute gefragt. Die meisten lagen völlig daneben. Alles kam vor von 400 bis zu 50.000 Bonbons. Tatsächlich lagen nur 4 Personen ansatzweise in der Nähe der korrekten Zahl 4510. Plus 1500, plus 3217, plus 873. Aber wenn ich alle Antworten addiere und den Durchschnittswert errechne, komme ich auf die Schätzung der Gesamtgruppe. Plus 3, plus 853,
plus 1000 plus 5000. Das ergibt eine Summe von 722.383,5. Jemand glaubte, es wäre ein halber Bonbon drin. Es gab insgesamt 160 Schätzungen. Mal sehen, wie nahe sie liegen. Wow, that's phänomenal. Sie erinnern sich, es waren 4.510. Der Durchschnitt aller Schätzungen ist 4.515. Ich hatte vermutet, dass sie nah dran sein würden, aber so nah? Toll. Obwohl die Schätzungen weit auseinander liegen, zwischen 30.000 und mageren 400, sind alle zusammen nur 1,1% von der richtigen Menge der Bonbons entfernt. Die Schätzungen eines Einzelnen sind nichts weiter als eben Schätzungen. Aber wenn man alle zusammennimmt, ergibt das ein ganz anderes Bild. 5.000. 9.200. 2.000. Die Anzahl der Bonbons wird von etwa genauso vielen Personen unterschätzt wie überschätzt. 1.763. 6.000. Einige lagen völlig daneben, aber das spielt keine Rolle. Vorausgesetzt, man fragt genug Personen, heben sich die Fehler wieder auf. 1.763. 1.000. 700. Die Gruppe schätzt immer genauer als der Einzelne. Wir nennen das Schwarmintelligenz. Mit 160 Personen kann man sehr gut herausfinden, wie viele Bonbons in einem Glas sind. Was könnte man erst mit einer Gruppe von Millionen Menschen erreichen? Genau das machen sie bei Google. Mit über 2 Milliarden Suchanfragen pro Tag hat Google Zugriff auf die Schwarmintelligenz der größten Menschengruppe der Welt. Dadurch können die Betreiber herausfinden, was unser Leben beeinflusst und für Prognosen nutzen. Überlegen Sie mal, was Menschen pro Tag alles suchen. Überlegen Sie mal, nach was Sie jeden Tag suchen. Heute habe ich nach Städten in Mexiko und Filmen in Hackney geforscht. Viele Menschen suchen vielleicht das Gleiche, Filme in Hackney zum Beispiel. Und wenn man sich die Suchanfragen der letzten 3 Jahre anschaut, sieht man, welche Muster diesen Anfragen zugrunde liegen. Google hatte die Idee, Suchanfragen für Prognosen über unser Leben zu nutzen. Sie wollten herausfinden, ob sich Muster bestimmter Suchanfragen mit Ereignissen in der realen Welt decken. Google begann, Grippewellen vorherzusagen. Grippe besitzt ein klares jahreszeitliches Muster. Sie wiederholt sich Jahr für Jahr. Wir können einen Trend erkennen und sagen, welche Suchanfragen zu diesem Muster passen. So haben wir eine Datenbank mit mehr als 50 Millionen Suchbegriffen eingerichtet. 50 Millionen? Ja. Aber sie beinhaltet nicht nur Daten, die etwas mit Grippe zu tun haben. Wir haben auch Begriffe wie Britney Spears, alles, wonach man sucht. Als Google die Daten der letzten 5 Jahre betrachtete, zeigten sich bestimmte Suchbegriffe, deren Beliebtheit exakt mit dem Muster der Grippewelle übereinstimmte. Leute suchten nach Symptomen oder Medikamenten, nach Begriffen wie Halsschmerzen oder Komplikationen. Sie behaupten also, dass die Anzahl der im Zusammenhang mit Grippe stehenden Suchaktionen fast exakt die tatsächlichen Grippefälle in der Bevölkerung widerspiegelt? Richtig. Sie sind ein genauer Indikator für Grippewellen und basieren allein darauf, wie viele Leute bestimmte Begriffe suchen. Wir waren davon selbst überrascht. Sobald sich Suchmuster abzeichnen, kann Google eine Grippewelle vorhersagen. Oft noch bevor die Menschen zum Arzt gehen. Das ist nur möglich durch den Code. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Anhand von Suchbegriffen lässt sich vorhersagen, wohin wir in die Ferien fahren, welches Auto wir kaufen oder wie wir wählen. Und das, bevor wir es selbst wissen.
Es ist sogar möglich, die Entwicklung an der Börse vorherzusagen, anhand der Anzahl negativer Begriffe auf Twitter. Die Analyse großer Datenmengen ermöglicht nicht nur Prognosen. Sie kann uns auch Wesentliches über uns selbst verraten. Wenn man auf diese Stadt blickt, erscheint sie wie ein willkürliches Durcheinander. Aber eine Stadt besteht aus Menschen, nicht nur aus Gebäuden und Straßen. Die sind nur die Bühne. Der Physiker Jeffrey West hat lange versucht, im Universum den Sinn von Strukturen herauszuarbeiten. Nun widmet er sich der Dynamik des menschlichen Lebens in der Stadt. Sie können sämtliche Arten von Infrastruktur erkennen. Straßen, elektrische Leitungen, Abwasserrohre. Das Netzwerk von New York, ohne das es nicht überleben würde. Als Physiker hatte ich das Gefühl, dass all dem ein Code zugrunde liegt. West sammelte Daten aus Städten in aller Welt. Durch die Muster, die er dabei entdeckt hat, kann er für jede beliebige Bevölkerungszahl die Menge der Straßen, Stromleitungen oder Büroflächen einer Stadt berechnen. Aber er hat noch überraschendere Resultate erzielt. Eine der interessantesten Entdeckungen war, dass die Einkommensverhältnisse systematisch gestaffelt sind. Die Regel lautete, eine doppelt so hohe Einwohnerzahl bedeutet ein um 15% höheres Einkommen. Wenn man in einer größeren Stadt lebt, verdient man also mehr. Ja. Zwei Mathematiker in Städten, wo eine doppelt so groß ist wie die andere, verdienen beim gleichen Job unterschiedlich. Das haben die Daten im Durchschnitt ergeben. War das eine Überraschung? Ja, eine große Überraschung. Meine erste Reaktion war, dass mit den Daten etwas nicht stimmte. Aber dann dämmerte mir, natürlich stimmt das. Deshalb gibt es ja Städte. Nicht nur das Einkommen steigt. Bei einer doppelt so großen Stadt steigt die soziale und wirtschaftliche Aktivität der Einwohner um 15%. Das bedeutet 15% mehr Restaurants, 15% mehr Kunstgalerien, 15% mehr Geschäfte, kurz gesagt eine um 15% höhere Lebensqualität. Es scheint eine Zauberformel, dass wir als soziale Wesen sozusagen einen 15%-Bonus haben, ist meiner Meinung nach der Grund, weshalb Menschen in Städte ziehen und warum es diese kontinuierliche Migration vom Land und in die Stadt gibt. Das ist ein Merkmal unserer Zivilisation. Jeffrey West ist überzeugt, dass es für die Menschen eine magische Zahl gibt. Eben den 15%-Bonus. Oder auch 1,15. Er hält sie für die wichtigste Triebkraft der Menschheit. Diese Zahl, 1,15, sagt unsere Zukunft voraus. Sie bringt uns in wachsenden Städten zusammen und formt unser Schicksal, solange die Zivilisation existiert. Vor 500 Jahren hätten viele hinter einer Sonnenfinsternis das Werk eines zornigen Gottes vermutet. Aber nach der Entdeckung des Codes können wir die vermeintlichen Mysterien der Welt erklären, ohne das Übernatürliche zu bemühen. Das finde ich bemerkenswert. Trotz der unglaublichen Komplexität der Welt, in der wir leben, kann letztlich alles durch Zahlen erklärt werden.
Wie ein Planet seiner Umlaufbahn folgt das Leben einem Muster. Alles reduziert sich auf Ursache und Wirkung. Am Ende ist selbst der Wurf einer Münze davon abhängig, wie schnell sie sich dreht und wann sie auf den Boden fällt. Das Symbol des Zufalls ist nicht zufällig. Es scheint nur so. Wer den Code nicht versteht, muss Mythen und Geschichten erfinden, um die Welt zu erklären. Aber die Wahrheit ist viel spannender. Sie basiert auf Mathematik. Und am Ende bleibt nur er, der Code.